So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Let's Plays. Ich hoffe, alles ist super bei euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute eine ganze Menge vor. Ihr habt es ja letzte Folge gesehen. Wir haben ja eigentlich alles verkackt, was man irgendwie verkacken können. Die Planungen gingen überhaupt nicht auf und da ist viel mehr Zeit reingeflossen, als ich eigentlich wollte. Heute sind wir soweit alle Workstations stehen. Nicht nur hier oben stehen alle, sondern auch wenn wir hier runtergehen, seht ihr, alle Workstations für jegliche Villager stehen. Hier nochmal kurz oben rechts der Plan eingeblendet. Und da müssen wir heute die ganzen Villager einsortieren. Wird ein Spaß, Alter. 304 Villager einsortieren. Ja, moin. Aber ich krieg das hin. Das einzige Problem, was wirklich ist, was echt eigentlich scheiße ist, so, guck mal, ich hole die da vorne, okay. Und wenn die dann hier lang fahren, muss ich bei jedem Villager mitlaufen. Dann muss ich immer mitlaufen, hier runtergehen, mitlaufen und das halt, weiß ich nicht, 600 Mal hin und her, eigentlich. deswegen, ich werde wahrscheinlich nach der Aufnahme nicht mehr wirklich Bock haben, hier in diesem Raum zu chillen. Aber dafür ist dann die Mission endlich abgeschlossen. Wir werden dann diese Villager hier einmal komplett hochtraden und auch vielleicht in dieser Folge schon, vielleicht erst in der nächsten, eine riesige Weizenfarm bauen. Nee, nicht Weizen, Zuckerrohr. Ich verwechsel es immer wieder, Zuckerrohrfarm bauen. Und wenn es dann hier fertig ist, wird einfach nur noch Stuff rangeholt aus den verschiedensten Farmen, die wir gebaut haben. Der wird dann vertradet. Dann werden wir wahrscheinlich auch verschiedenste Farmen erstmal provisorisch in der Farming Area bauen. Also richtig provisorisch. Die werden auch alle wieder abgerissen. Aber ich werde noch so viele Stunden in der Farming Area verbringen. Bestimmt bis zu 150 Stunden werde ich ja locker noch verbringen. Dass wenn da die Farmen nebenbei laufen, ist halt einfach unfassbar OP wäre. Es kann sein, dass ich das jetzt heute schon schaffe, alle Villager einzusortieren. Andererseits kann es genauso gut sein, dass ich hier noch in 3 Tagen dran sitze. Ich weiß es nicht, kann ich null einschätzen, wirklich. Und die Zuckerrohrfarm dauert eigentlich nicht so lange zu bauen. Also wirklich nicht. Deswegen, ich würde sagen, viel Spaß. Wir sehen uns dann wieder. Weiß aber gar nicht, was ich sagen soll. Ciao Leute, viel Spaß und der Timelapse. Tschüss. So Leute. Viel zeigen konnte ich euch gar nicht, weil wir tatsächlich wirklich 10 Stunden lang einfach nur hin und her gerannt sind. Sogar mehr als 10 Stunden, aber ich habe eine 10 Stunden Replay-Datei. Ja, es war krank. Es hat echt viel Zeit gedauert, diese ganzen Villager dort einzusortieren, da die ganze Zeit hin und her zu rennen. Ich kann hier mal kurz 2 Screenshots einblenden. Da sieht man die Wegdateien von den 10 Stunden, im Prinzip wie ich wo hin und her gelaufen bin. Das ist einfach nur krank. Also wirklich, das ist einfach nur krank. Und das seht ihr ja jetzt gerade auch, das sind zwar nur 40 Minuten von den 10 Stunden, weil ich es gar nicht alles zusammenfassen konnte. Danach haben wir noch, wie ihr hier seht, eine Zuckerrohrfarm gebaut, beziehungsweise mehrere. Im Prinzip, um daraus dann Seiten zu machen, mit denen wir dann bei den Villagern die Namensschilder traden können. Und damit können wir dann alle Villager benennen, dass wir sie zombifizieren können, um dann Trades auf einem Emerald zu bekommen. Ab hier ist dann die Timelapse vorbei. Ich habe dann mir verrottetes Fleisch geholt, um damit mit den Villagern zu traden. Eine ganze, ganze Menge haben wir da geholt. Dann ging es direkt weiter. Wir haben die Clerics zombifiziert, entzombifiziert. Das haben wir um die 10 Mal gemacht, gefühlt. Also wirklich ganz, ganz oft, bis sie dann den kommenden Trade hatten. Und zwar den einer Trade. Ich konnte dann für ein verrottetes Fleisch ein Emerald bekommen. Und das habe ich natürlich komplett ausgenutzt. Wir haben auch unfassbar viele Emeralds deswegen zusammenbekommen. Das ist wirklich krank. Und irgendwie finde ich es mega satisfying, das zu sehen. Also wirklich, das ist einfach unfassbar geil, wie die Level kommen. Einfach alles. Einfach übertrieben nice. Dann haben wir direkt die Librarians nochmal zombifiziert, entzombifiziert, das ganze Spiel im Prinzip nochmal bei denen, um letzten Endes unser Ziel zu erreichen. Und zwar für 1 oder 2 Emeralds einfach Namensschilder zu bekommen. Denn wir brauchen ja letztendlich 304 Namensschilder. Und 304 Namensschilder mal 20 Emeralds zu bezahlen, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und letzten Endes haben wir dann alle 4 Stacks, 4,5 Stacks zusammen gehabt, um jeglichen Villager umzubinden, dass sie nicht despawnen, wenn wir die zombifizieren. Dann ging es direkt los. Ich habe dann einfach nur Nametag Stack 1, Stack 2, Stack 3, Stack 4 gemacht und einfach alle Villager benannt. Wir haben die Toolsmiths entzombifiziert, zombifiziert. Das gleiche haben wir mit den Weaponsmiths gemacht und dann haben wir sie einfach nur noch hochgetradet, nur noch die besten Trades abgewartet. Wir haben echt unfassbar geile Trades dort auch bekommen und ich habe sie einfach nur hochgetradet bis zum Meister. Ah,
Aber letzten Endes war es einfach nur unfassbar geil. Es war unfassbar lohnenswert. Wir haben so viel Stuff zusammenbekommen. Und das zeige ich euch jetzt. So, Leute. Ich habe das Ganze heute schon mal aufgenommen. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir haben jetzt hier die Zuckerrohrfarm fertig. Es ist auch unfassbar produktiv. Ja, okay. Hier jetzt nicht, weil ich da schon was rausgenommen habe. Aber hier, es ist krank. Also wirklich, die Zuckerrohrfarm ist sau produktiv. Hat uns auch schon ein paar Emeralds gebracht, aber nicht so viele. Weil ich mit was anderem beschäftigt war. Denn ihr habt es ja auch schon gesehen, wir haben ja hier den Einer-Trade rausgeholt. Der, by the way, das OP-ste ist, was ich jemals irgendwie in Minecraft gesehen habe. Also wirklich, dieser Einer-Trade ist einfach nur krank. Und ihr habt ja auch gesehen, dass ich von den Emeralds im Prinzip dann wieder neuen Stuff gekauft habe, um das alles ein bisschen frei zu traden. Trotz dessen habe ich hier weiter getradet. Wir haben hier auch noch mega viel verrottetes Fleisch. Also unfassbar viel verrottetes Fleisch. Aber ich kann euch mal was zeigen. Wir haben einfach 10 Stacks Emeralds Blöcke. Ich habe es von Anfang an gesagt, Villager sind einfach das OP-ste. Wir werden hiermit jetzt weitermachen. Ich werde zwischen den Folgen bis zur nächsten Folge jetzt ganz, ganz viel traden mit den Villagern. Also so richtig viel mit den Villagern traden. Und vielleicht starten wir dann in die nächste Folge mit einer Kiste voll mit Emerald Blöcken. Das wäre so ein kleines Ziel. Außerdem haben wir hier die ganzen Villager im Prinzip hochgetradet. Mussten wir ja auch für das Namensschild. Und da gibt es unfassbar kranke Trades. Also ich glaube, wir haben hier einmal Reparatur für 1. Plünderung 3 für 1. Schärfe 5 für 1. Schärfe 5 für ein Emerald. Es ist krank. Dann haben wir hier Köder 3 für ein Emerald. Verbrennung 2 für ein Emerald. Also Harpune 5. Harpune 5 für einen Emerald. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur unfassbar geil. Hier Schwungkraft für einen Emerald. Es ist alles für einen Emerald einfach. Wir bekommen alles für einen Emerald. Bedeutet, wir bekommen einen Reparatur oder einen Schutz 4, einen Stärke 5, einen Schärfe 5 Buch. Eigentlich, wenn du so willst, für ein verrottetes Fleisch. Und das ist doch ganz gut, dass da die Haltbarkeit 3 für einen Emerald. Ich brauche es euch gar nicht mehr zeigen. Es ist einfach unfassbar OP. Es ist genauso gelaufen, wie ich es wollte. Das Einzige, womit ich noch nicht so ganz zufrieden bin, sind die Toolsmiths. Denn die geben uns noch nicht so nice Tools. Wir haben hier irgendwo einen Trade, den kann ich mal kurz suchen. Hier, dieser Trade. Ein Emerald für eine Diamantenspitzhacke mit Haltbarkeit 3, Effizienz 3. Am liebsten wäre mir, wenn wir eine Spitzhacke finden. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, aber ich glaube schon, wo halt Effizienz 4, Haltbarkeit 3 und Behutsamkeit drauf wäre. Das wäre natürlich OP, wenn wir so einen Villager hätten. Und was ich zwischen den Folgen dann auch noch machen werde, ich werde mir hier diese Villager, die Rüstungssmiths, freischalten. Und werde mal gucken, dass wir vielleicht für ein Emerald Dia-Rüstung bekommen. Und es ist nicht viel, okay, es sind nicht viele Bücher. Ich habe es eigentlich nur nebenbei ertradet, also wirklich nur nebenbei. Wir könnten doppelkistenweise davon haben, aus dem Nichts einfach. Es ist einfach geil, es ist einfach genau das passiert, was ich gesagt habe. Und zwar, dass wir jetzt einfach OP sind. Wir brauchen keinen Dia-Stuff mehr farmen, wir können alles über Villager traden. Genau das, von was ich seit 50 Folgen rede. Es ist einfach krank, es ist einfach unfassbar geil. Hier haben wir auch ein Stuff, das muss ich noch zusammencraften für OP-Spitzhacken. Ich habe auch eine OP-Spitzhacke schon gemacht. Ich glaube, die hier war das. Oder die da. Davon brauchen wir jetzt auch eine Menge. Davon werde ich zwischen den Folgen, richtig reintraden, okay? Werde euch das in einer kleinen Zusammenfassung am Anfang der nächsten Folge zeigen. Und dann geht's los, Alter. Dann können wir hier richtig anfangen zu bauen. Es fehlt jetzt auch eine Baumfarm, die wir machen müssen. Alter, kann ich mal aufhören zu brennen? Danke. Dann wäre auf jeden Fall noch gut. Weiß gar nicht, was brauchen wir noch? Eine Baumfarm und noch irgendwas. Hab's vergessen. Ah ja, zwei Farmen müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Zwei Farmen müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Und dann geht's hier richtig los. Alter, das freut mich so mit den Villagern. Da steckt so viel Zeit dahinter. Und wir haben es jetzt einfach fertig. Es ist einfach fertig. Wir können jetzt einfach nur noch durchtraden. Und das ist unfassbar nice. Eine Eisenfarm müssen wir noch bauen. Ich kenne ein Eisenfarm-Design von einem YouTuber. Das verlinke ich euch dann, wenn wir es auch bauen. Da können wir es machen, dass wir bis zu 6 Millionen Ingots pro Stunde bekommen. 6 Millionen Ingots pro Stunde. Ich werde es wahrscheinlich aber nicht so groß bauen. Bedeutet, wir werden so, ich denke mal, nur in Anführungszeichen 200.000 Ingots oder so pro Stunde machen. Wenn die Farm wirklich so effektiv ist, wie sie es da sagen. Aber wenn, wäre das echt unfassbar insane. Das müssen wir noch bauen und mehr glaube ich eigentlich nicht. Was ich kurz noch erwähnen muss, bevor die Folge vorbeigeht, ihr seht es, wir haben hier keine FPS-Drops mehr. Wir haben volle FPS hier, das liegt wirklich daran, das lag an den Villagern scheinbar. Außerdem habe ich einen neuen Skin, ich habe mal meine Sonnenbrille abgesetzt, weil ich mir dachte, ach komm, der Swagboy war jetzt seit, weiß ich nicht,
zwei Jahren in Minecraft drin. Jetzt muss ich mal auf süß tun. Bis hier, guckt euch mein Gesicht an, Alter. Einfach niedlich, der Typ. Einfach niedlich. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, vor allem, dass wir jetzt einfach alles für einen Emerald bekommen. Ich würde es ja fast cheaten nennen, aber es ist gewollt von Minecraft so, dass man das macht. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach krank. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in 6 Tagen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.